ist Fred von Fettspiel und ich begrüße euch zur 49. Episode meines Movistar Planet Let's Plays. Ich drehe am Rad, einen Versuch habe ich frei, mir ein paar Starcoins zu holen. Aber ich habe ja genug, wie ihr seht. 58.759, dann nochmal 5 drauf, dann sind wir bei der 63. 59 plus 5, ja, da fehlt einer, oder? Also 5 plus 15, das kann ich auch noch. Okay, dann sind wir wieder da und beim letzten Mal hattet ihr die große Aufgabe, ein Let's Play für mich zu machen, ein Look für mich zu machen und das habt ihr richtig gut gemacht. Ich habe so viele tolle Videos, so viele tolle Einsendungen bekommen, ich bin ganz baff hin und weg, ist echt fantastisch, wie engagiert ihr seid und was ihr alles macht. Und auch diesmal habe ich mir die schönsten Beiträge da zusammengesammelt. Fangen wir doch mal an mit Bubble Bee. Du heißt bei YouTube Lucky Black und hast einen Look gemacht, Let's Player im Urlaub. Den sehen wir jetzt hier gerade im Hintergrund und das fand ich ganz, ganz gut. Ja, Urlaub mag ich immer gern. Ja, und irgendwie dann irgendwie gechillt dort die freie Zeit verbringen. Das ist sehr, sehr schön und ich werde natürlich mich dann auch revanchieren für dein tolles Video, für den coolen Look, den du mir erstellt hast, indem ich auch einen Look für dich mache. So, deswegen gehe ich jetzt auf Freunde, werde mir deinen Namen nochmal zu Gemüte führen. Ich glaube drei Pfeile, Bubble B. Ich weiß nicht, ob du zusammengeschrieben wirst. Ja, vielleicht. Ja, da bist du. Sehr gut. Dann schauen wir nochmal, dass ich auch einen schönen Look für dich mache. Vielleicht auch ein Urlaubslook, würde ja auch passen. So, jetzt erstmal runter mit den Klamotten. Wir fangen ganz von vorne an. So, mit diesem Tattoo tue ich mir immer schwer. So, jetzt haben wir es auch. Okay, gut. So, was haben wir denn? An Frisuren, an Haaren. Das ist ja ganz furchtbar hier. Dieses Türmchen. Das ist eigentlich ganz schön. Das auch. Oh, nur eine Seite. Na, da muss ich mich jetzt ja schon ganz schnell entscheiden, was ich nehme. Welche Haare ich hiervon am besten finde. Das sagt mir jetzt gerade irgendwie... Das spricht mich an, obwohl es ja doch sehr zweifarbig und strähnig und überhaupt ist. Das finde ich jetzt gut. Damit könnte ich auch noch leben. Ja, irgendwas hier in dem Bereich. Mal schauen, was wir denn sonst so haben an Klamotten, was wir dazu machen könnten. Sieht jetzt so leicht 90er aus, ja? Okay, gucken wir mal. Also, viel Schwarz-Weiß sehe ich gerade bei dir. Mag ich ja persönlich auch ganz gerne. Jetzt geht's ein bisschen in eine farbigere Richtung. Aber auch nur eine Seite. Okay, du hast echt nicht viele Klamotten. Da muss man sich entscheiden. Und zwar ziemlich schnell. Mal gucken, was wir da noch so haben. Jetzt muss ich natürlich auch mal schauen, wie wir das kombinieren können. Mit den Klamotten, die du noch so hast. Hier zum Beispiel haben wir eine Glitzer-Jeans. Was du auch ganz oft hast, ist mit so einem kleinen Rock. Hotpants haben wir auch. Okay, ich nehme jetzt einfach mal diese Glitzer-Jeans und wir gucken nochmal, was wir da oben rum machen könnten, was dazu passen würde. Ja, nicht viel. Jetzt muss ich natürlich auch nochmal schauen, was du für... Nee, ich glaube, da müssen wir was anderes machen. Ich könnte natürlich jetzt hier in so ein kleines Kleidchen stecken. Dann können wir die Hose auch wieder aussehen. Das sieht natürlich auch sehr süß aus. Ist eigentlich schön, ne? Mit diesem Pluster... Röckchen, was da drunter gekommen ist. Also das ist eigentlich ganz schick. Jetzt brauchen wir dazu noch, genau, kleine Ballerinas mit weißen Schleifen. Das ist eigentlich relativ gut stimmig auch und sieht echt schön aus. So, mal gucken, was wir da noch an Accessoires dazu. Ja, genau, jetzt noch. Nee, ich glaube, das werdet ihr niemals erleben. Außer wenn ihr natürlich jetzt extra so einen Look macht, der, keine Ahnung, so ein bisschen in Richtung Punk oder so geht. Dann würde ich da euch vielleicht ein Nasenpiercing reinnehmen. Sonst normalerweise bin ich aber nicht so ein Freund davon. Jetzt wäre natürlich auch schön so eine weiße Blume im Haar. Das wäre ganz süß. Mal gucken, ob es noch was Besseres gibt. Ansonsten schicke ich das so ab. Jawohl, das sieht doch echt süß aus. Cute Bee. Sehr schön. Also, mein Look für dich. Ich hoffe, er gefällt dir. Und wir gucken auf... Die Nummer 2, das war nämlich Fairy Tale, so heißt du bei Movistar Planet und bei YouTube heißt du Madame Little LP. Und du hast auch einen Look für mich erstellt,
Fat Fred Style, den sehen wir hier im Hintergrund. Und den fand ich auch sehr fresh eigentlich, fand ich sehr gut. Und deswegen möchte ich natürlich auch mich revanchieren und deswegen habe ich auch, bin ich wild entschlossen, deinen Wunsch zu erfüllen, auch für dich einen Look zu erstellen und in deine Biografie reinzuschauen. Das machen wir doch. Und deswegen schaue ich mal bei dir vorbei. Fairy Tail, jawohl, das bist du. Und ich schaue in deine Biografie rein. Hey, ich bin Angelika, aka Fairy Tail. Ich bin 12. Ich habe blonde Haare, blaue Augen, gehst in die 7. Klasse auf eine Realschule. Ich mag Fat Fred. Das ist gut. Sehr schön. Ich lese gerne Mangas und Romane. Das Schicksal ist ein mieser Verräter, ist ein Meisterwerk. Okay, da gibt es also ein Buch und einen Film, kenne ich jetzt beide nicht. Aber das scheint wohl sehr, sehr gut zu sein. Eine Wissenslücke. Ist das jetzt auch ein Manga oder ist es ein Roman? Wahrscheinlich ein Roman, oder? Schicksal, obwohl, könnte beides sein. Wer weiß es? Du weißt es. Schreib uns doch mal in die Comments, was das hier für ein tolles Meisterwerk ist, was für ein tolles Buch das ist, was du gerne liest. Das ist ja schon sehr, sehr interessant. Coole Biografie und jetzt gibt es auch noch einen coolen Look dazu. So, jetzt habe ich dich natürlich wieder weggeklickt, wie ich das immer so mache. Aber zum Glück habe ich mir deinen Namen ja gemerkt. Fairy Tail. Und dann geht's ab. Oh, hast du gerade geschrieben, dass du krank bist? Dann schreibe ich nochmal hier rein. Du bist krank. Dann wünsche ich dir gute Besserung. So. Das hat irgendwie nicht geklappt. Das mit dem Gästebuch, das ist mir schon mal passiert, oder? Dass es irgendwie nicht geklappt hat mit dem Gästebuchantrag. Weiß auch nicht, was da los ist. So, jetzt gehen wir mal rum. Sehr, sehr süß siehst du aus. Jetzt muss ich dir nur mal das Nasenpiercing wegnehmen. Und die anderen Piercings. Ja, ich bin nicht so der Freund von Piercings. Das habt ihr, glaube ich, schon mitbekommen. Deswegen... Und von Tattoos auch nicht. Deswegen bin ich da immer erpicht, alles wegzumachen. Diese Glitzersternchen kriege ich auch weg. Ich muss mir echt mal merken. Ah, der ist es. Da geht es. Sehr schön. So, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Und ich kann meine Fantasie, meine Kreativität hier freien Lauf lassen und schauen, was wir für dich hier Schönes haben. So, liebe Angelika, du hast dann echt blonde Haare. Dann wollen wir dir jetzt einfach mal dunkle Haare geben, oder? Wir machen was anderes machen. Kriegst jetzt also hier den Carly Rae Jepsen-Look mit den... Mit dem Pony drin und den schwarzen Haare dahinter. Jetzt schauen wir mal, was dazu passt, was du hier an Klamotten am Start hast. Okay. Das finde ich eigentlich immer ganz süß, aber nicht als baufreies Top. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn das tatsächlich bündig dort abschließen würde. Davon hast du jetzt auch tatsächlich... Das sind alle Variationen, ja, jede Farbe einmal durch. Ja, aber untenrum gefällt mir das nicht so. Vielleicht finden wir doch mal was anderes. Das hatten wir jetzt eben gerade schon. Sowas ähnliches. Du hast tatsächlich wenige Klamotten, aber die in allen Farben, oder? Also dieses Oberteil sehe ich jetzt hier zum 20. Mal. Oder bin ich gerade in irgendeiner Schleife gelandet? Eigentlich nicht. Mal schauen. Auch ganz süß. Off-Shoulder muss ja heute eigentlich auch nochmal kommen. Okay, das ist jetzt schade eigentlich. Sieht eigentlich ganz lässig aus, aber die Farbe gefällt mir gar nicht. Deswegen muss ich da doch was anderes nehmen. Ich guck mal, was du unten rum hast. Wenn du jetzt natürlich eine High-Waisted Jeans zum Beispiel hättest, würde es dann wieder aufschließen und passen. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall hier. Oh, das ist gar nicht mal schlecht. Na, wenn wir das jetzt nochmal... Es ist natürlich ein bisschen viel schwarz geworden. Vielleicht soll ich dann nochmal eine andere Farbe mit ins Spiel bringen. Ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ja, obwohl das natürlich... Die ist auch schön. Also die Hose an sich ist schön. Diese weiße, enge Hose. Vielleicht kann ich da oben noch was machen, wenn wir dazu jetzt nochmal weiße schon mit schwarzen... Schleifchen. Diese Ballerinas mag ich gerne, ne? Die nehme ich ganz häufig. Ist mir selbst jetzt auch schon mal aufgefallen. Ich kann natürlich auch mal weiterkommen, ob du andere Sachen hast. Wir können natürlich auch schwarze mit weißen Schleifen nehmen, aber... Gut, du hast aber auch nicht viel mehr für andere Sachen. Ah, das ist jetzt ein bisschen zu... too much. Bleiben wir mal hierbei. Jetzt gucke ich nochmal oben rum. Ja, das hier ist ein bisschen zu...
Nee, das sieht gar nicht gut aus. Jetzt könnte ich hier nochmal auf eine andere Farbe gehen. Ich bin jetzt natürlich sehr in diesem Schwarz-Weiß. Oh, das ist doch gar nicht schlecht mit dem Pelz. Es wird ja auch langsam, ja, es wird langsam kälter. Ja, ich meine, guck doch mal nach draußen, es ist kein Sommer mehr. Ja, ich sehe hier gerade, wie die Straße bedeckt ist mit dem Laub. Es regnet. Es ist Mitte Oktober oder Anfang Oktober. Deswegen kann man sich auch schon mal wärmer anziehen. Ich sag mal jetzt hier, das ist jetzt mein Herbstlook. Ja, für dich weißer Herbstlook. Ja. Normalerweise sagt man ja, zu einem Herbstlook gehören ja eigentlich auch die Farben des Herbstes. Da kommt Weiß eigentlich nicht rein, aber bei mir schon. Es ist Herbst, aber trotzdem bist du hier schneeweiß angezogen. Okay, so viel dazu. Schauen wir mal weiter. Und zwar sind wir jetzt bei unserem dritten im Bunde angekommen. Das ist Best of Chris. Bei YouTube heißt du Cat Black LP Magische Momente. Geiler Name. Und du hast mir einen richtig geilen Style gemacht, den sehen wir hier gerade im Hintergrund. Und zwar einen Seeräuber-Style. Fand ich sehr cool, ja. Piraten sind schon eine coole Sache. Fluch der Karibik mag ich auch gerne. Und du bist einer der wenigen, die jetzt auch noch einen Look erstellt haben, bevor ich einkaufen war. Du hattest also wirklich wenig Sachen zur Auswahl. Mein Respekt an dich, dass du trotzdem was Gutes zusammengezaubert hast. Jetzt habe ich mir gar nicht notiert, was du eigentlich von mir jetzt wolltest, ja, als Gegenleistung. Aber ich glaube, ein Look ist immer eine richtige Wahl, damit mache ich nichts falsch. Deswegen gehe ich jetzt zu dir, zu Best of Chris, und wir schauen mal, was ich denn für einen Look für dich machen kann. Auch mal cool, dass wieder ein Kerl dabei ist. Sollten wir immer machen, so eine Art Männerquote. Ja, die Männer sind ja leicht unterrepräsentiert. Gibt es natürlich viele Mädels, die Movies der Planet spielen. Aber auch für dich habe ich was parat. Also, lieber Chris, jetzt schauen wir mal, was wir für dich machen. Gehen wir erstmal auf die Haare, auch bei dir. Okay, auf jeden Fall schwarze Haare. Jetzt mal gucken, welche Frisur davon am besten aussieht. Ich glaube, die gefällt mir. Das andere sieht ein bisschen zu. Ah, das ist ganz cool. Das ist ganz lässig. Die Cappy vielleicht noch. Nee, lass mal stecken. So, jetzt oben rum. Oh, viel Auswahl hast du nicht. Das schwarze Oberteil gefällt mir jetzt ganz gut. Ja. Nehmen wir das mal. Das andere ist jetzt ein bisschen zu. Sieht theatralisch aus wie ein Vampir schon hier. Oder auch dieses. Nee, lass mal stecken. Gucken wir mal, was unten rum ist. Okay. Sehr viele. Das ist eigentlich gar nicht mehr schlecht, so eine kurze Hose. Aber was dieser Rubin dort soll, das weiß ich jetzt auch nicht. Vor allen Dingen passt das jetzt nicht so richtig mit dem, was du dort hast. Das ist ganz plain eigentlich. Alter, was hast du denn für Schuhe? So eine Glitzerstiefel. Das ist auch nicht so schick. Boah, du hast echt nicht viel. Das ist ziemlich schwierig, dir jetzt hier was zusammenzusuchen. Aber dann werden wir das jetzt einfach mal. Werden aus dieser Not eine Tugend machen und ich erstelle dir einfach einen ganz plainen Look. Ja, ganz simpel und ganz easy und sieht auch manchmal auch besser so aus. Okay, ganz gut. Und wir gucken weiter. Nummer 4 im Bunde. Und das ist jetzt ein ganz, ganz geiler Name für einen Look. Und zwar gucken wir uns jetzt den lässigen BFF-Kappenlook an von Sounding V. Kennt ihr bestimmt. Ja, und wir sehen hier im Hintergrund, wie sie mit ihrem YouTube-Channel MSP Sounding V gerade den lässigen BFF-Kappenlook erstellt hat. Und falls euch Name Sounding V irgendwo in den Ohren klingelt, dann liegt das daran, dass ich sie ja schon. Ich glaube, ich hatte dich schon mal. Hab schon mal einen Look für dich erstellt oder so, ne? Wenn nicht, bist du ja eine der, wie soll ich sagen, eine der aktivsten Kommentatoren hier auf meinen YouTube-Videos und bist ja auch bei Minecraft ganz groß am Start. Finde ich immer sehr schön, dass du so viele Comments schreibst. Und ja, ich wäre ja gerne mit dir. Warum sind wir eigentlich noch nicht befreundet? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich dachte eigentlich, wir wären beste Freunde. Guck dir das mal an. Freundschaftsanfrage. Das muss ja wohl auf jeden Fall passieren. Und ja, du wolltest mal was ganz anderes. Und zwar, dass ich deinen Raum ansehe. Und dann wollen wir das mal machen. Oh, Alter. Wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich gerade sehe, hier geht gerade die Welt unter. Ich habe euch ja erzählt, eben gerade das Laub auf den
Straßen liegt und es ein bisschen ungestüm ist. Aber jetzt, ihr hört das leider nicht, aber es ist gerade extrem stürmisch laut und der Regen peitscht hier von West nach Ost und Ost nach West und von oben nach unten. Krass! Also draußen ist gerade das extrem, extrem hässliches Oktoberwetter. Also, mit dem Mantel vorhin bist du auf jeden Fall jetzt gerade gut bedient, würde ich sagen. Ja, aber wir, hilft ja nichts, müssen hier trotzdem weitermachen. Ja, aber zum Glück haben wir es ja ganz kuschelig. Hier in deinem Raum, in Sounding Wies Raum, da geht es nämlich ganz, ganz gemütlich zu. Ich sehe hier ein schönes Kaminfeuer, gemütliche Sofas. Das sieht natürlich auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich wage es trotzdem ganz kurz in den Garten zu gehen, auch wenn das Wetter ganz so schlecht ist. Aber zum Glück ist das hier bei Movistar Planet natürlich ganz, ganz anders. Hier sieht es sehr, sehr gemütlich aus. Guck ich mal in deine Küche. Oh, das ist eine der schönsten Küchen, die ich bisher gesehen habe. Sehr schön eingerichtet, alles stimmig, sogar mit tatsächlich einer Küche und Küchengeräten drin. Das sieht man auch selten in Küchen. Schick, schön, gefällt mir. Und im Partyraum, ja, sieht es auch ganz gut aus. Sehr, sehr bunt hier mit vielen Sachen auf dem Boden. Die Disco-Kugel hat es leider nicht mehr gemacht, liegt mittlerweile auf dem Boden, ja. So runtergerissen, zu hart Party gemacht. So eine bist du also. Okay, alles klar. Sehr schön, das war der Raum. I love it. Und dann geht es weiter. Und zu guter Letzt kommt jetzt jemand, der den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen hat. Ich muss sagen, von allen Looks fand ich den am besten. Ja, hat mir echt am besten gefallen. Den würde ich so fast in real anziehen. Und sogar du hast meine Haare sogar lang gelassen, was ich auch sehr nett fand, ja. Es geht um Selina87, heißt auf YouTube AnnaXD. Und du hast einen Look gemacht namens Cooler Fat Fred. Und das ist wirklich echt ein schicker Look. Finde ich sehr, sehr schön. Wir sehen das Video im Hintergrund. Und du möchtest auch im Gegenzug einen Look bekommen und den sollst du kriegen. Selina87, das müsste es also du sein. Und dann erschaffe ich für dich einen Look. Oh, ich finde gerade, wie du geschminkt bist und die Haare, das sieht sehr, sehr cool aus. Bin schon fast... Ja, ich bin drauf und dran, das einfach obenrum schon mal so zu lassen, wie es gerade ist. Also, muss ich echt sagen, sehr geil. Vielleicht lassen wir das einfach so und gucken mal, was wir dir hier für Klamotten noch geben können. Wow, was hast du denn für coole Sachen am Start? Und vor allen Dingen, ich habe schon das Gefühl, das wird sehr, sehr viel werden, ja? Ja, ich glaube, da liege ich richtig. Wow, classy. Schöne Sachen. Oh, das ist ja cool. Ein Cupcake und Offshoulder, alles klar. Das Ding ist geritzt, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir unten rum machen. Ja, hier geht's ein bisschen zu knapp zu, meine Damen. Da schauen wir nochmal, ob wir auch was Längeres finden. Ja, jetzt nur weiß auf weiß ist natürlich schwierig. Müssen wir ja auch nicht immer haben. Das finde ich jetzt eigentlich ganz cool. Das ist wahrscheinlich so eine Nieten-Noppen, die da drauf sind. Na, mal gucken, was wir dann noch finden. Das geht natürlich gar nicht, das steht auch nur hinten raus. Wäre der jetzt länger, dann wäre das eigentlich ganz cool. So sieht es auch nicht gut aus. Ja. Hier mit solchen Stulpen. Ja, eine schwarze enge Leggings. Kann man dazu auch gut tragen eigentlich. Ja, könnte. Sieht gut aus. Kann man eigentlich, glaube ich, so lassen, bevor ich weiter gucke. Jetzt müssen wir nur mal schauen, was wir dir fußtechnisch verpassen. Wenn wir jetzt das Weiß des Oberteils, Grundfarbe, noch mit reinbekommen, wäre das ganz gut. Wir können vielleicht auch auf Converse gehen. Auch nie verkehrt. Macht das Ganze noch ein bisschen locker. Ballerinas sind natürlich immer schön, ja. Ich glaube, diese Schuhe, ihr müsst auch gar keine anderen Schuhe mehr kaufen. Ich nehme einfach immer diese Ballerinas mit den Schleifen drauf. Ich mache jetzt einfach die Converse, weil bevor ich immer das Gleiche mache. Cool. Sehr geil. Miss Cupcake, das ist dein Look. Mein Look für dich. Ich hoffe, er gefällt dir. Und obenrum, sei mir nicht böse, nichts geändert hat, aber sieht aber schon mal top aus. Sehr schön. Gut. So viel dazu. So viel zu einer ausgewählten Reihe, einer Auswahl der Let's Plays für mich und meinen Geschenken für euch.
Und ihr seid ja wahrscheinlich schon ganz, ganz brennend daran interessiert zu erfahren, wie ihr in das nächste Video kommen könnt. Und das ist ganz einfach, denn dieses Mal müsst ihr nur eine Filmkritik schreiben. Jetzt fragt euch ja, über welchen Film denn eigentlich? Und natürlich zum Finale von Eine Reiche zum Dessert. Ihr kennt ja meine Reihe. Ich gucke mal hier nochmal bei Movietown, in Movietown vorbei. Dann seht ihr es ja, meine Filmreihe Eine Reiche zum Dessert. Da bin ich ja kurz vorm großen Finale. Und dieses Finale habe ich bisher noch nicht gemacht. Und das habe ich ja normalerweise immer live gemacht. Also ich habe euch an der Filmerstellung teilhaben lassen. Das mache ich aber heute nicht. Denn heute geht es ja um das Finale. Heute geht es darum zu erfahren, wer der Mörder ist und wie sich meine Krimireihe hier, wie meine Krimireihe endet. Das heißt, ich werde jetzt offscreen ohne Let's Play Eine Reiche zum Dessert, den letzten Teil, das Finale erstellen und ihr müsst eine Rezension schreiben. Eine Filmkritik. Sagt mir, was ihr gut findet an diesem gesamten Film, der ist dann ja fertig, Eine Reiche zum Dessert. Was ihr gut findet, was ihr schlecht findet und was ihr sonst noch so denkt über diesen Film und schreibt das am besten als YouTube-Kommentar. Ihr könnt ja auch, wisst ihr ja, Rezensionen, hier was Kleines schreiben, aber da habt ihr nicht so viel Platz, da könnt ihr jetzt nicht so viel schreiben, ne? Deswegen könnt ihr, wenn ihr eine ausführliche Kritik schreiben möchtet, gerne unter diesem Video einen Comment schreiben. Seid dabei, schreibt eine Filmkritik. Ich mache mich jetzt an das Video und wir sehen uns gleich bald wieder. Euer Fred von Fettspielen.